Freunde! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mario Maker 2 0% Level. Bevor wir heute aber anfangen, habe ich erstmal ein geiles Fanart mitgebracht und zwar vom lieben Rilder Sohn. Auch wenn das jetzt nichts mit Mario Maker zu tun hat, hat er den wunderbaren süßen kleinen Wächter aus Hyrule Warriors hier im Hübi-Design gemalt. Vielen Dank, das Ganze natürlich über den Discord-Server. Link dazu in der Beschreibung. Falls ihr auch Bock habt, was zu zeichnen, postet das da, dann können wir das hier einbauen. Und jetzt widmen wir uns wieder der Mission unabgeschlossen. Level endlich abzuschließen. Let's go! Und wir starten einfach mit dem allerersten Level, welches uns hier vorgeschlagen wird. Irgendwas mit großen Bonsai-Bills von einem Japaner. Ich bin ready. So, okay. Wir haben große Hotheads. Ich habe jetzt auch länger kein Mario Maker 2 mehr gespielt und muss zugeben, ich habe wieder richtig Bock darauf. Aber ich muss jetzt, glaube ich, auch erst wieder ein bisschen reinkommen. Meine Spielzeit in letzter Zeit ist vor allem in Astrobot geflossen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Holy shit, ist das ein krasses Spiel. Also wirklich, falls ihr Astrobot noch nicht kennt, ich let's play das auf meinem Zweitkanal, Freunde. Und hab da schon einige Parts online und da wird das ganze Ding zu 100% gespielt. Ich brauche es eine Lakite-Wolke, aber guckt Astrobot, Freunde. Jeder, der Mario mag, wird Astrobot lieben. Mark my words. So, okay, wo kriege ich jetzt euch her? So, wir nehmen uns jetzt hier die Wolke und dann flattern wir jetzt einfach über alles drüber. Das ist ein Level, welches, glaube ich, wenn man es auf der Brücke unten spielt, echt schwer sein kann. Aber was man hoffentlich mit dieser Wolke hier richtig gut schießen kann. So, hier habe ich vorhin den Abflug gemacht. Ich lebe aber noch. So, da hüpfen wir jetzt hier. Oh Gott! Über alle Cooperlänge drüber. Holy shit. So, und hier brauchen wir jetzt dann Tempo, ne? Boah, das ist super schwer, da genügend Tempo hinzubekommen. Oder wartet mal. Wartet mal, ich kann an diese Clownskutsche rankommen. Und die wird nicht verschwinden, ne? Wie eine Lakito-Wolke. So, da muss ich jetzt kurz. Ah! Kurz ein bisschen aufpassen. Ich brauche diese Clownskutsche. So, zack. Zack. Komme ich da irgendwie ran, ohne zu sterben? Oder ich kill den vorher. Nein, ich hab sie. Freunde, ich hab sie. Jetzt machen wir den noch ganz weg. Und jetzt fliegen wir einfach ins Ziel. Das müsste es gewesen sein. Ja, also wenn man natürlich die Clownskutsche nimmt, nicht so spektakulär. Ich muss sagen, im Gegner-Spam war sogar ein bisschen, wie soll ich sagen, da war ein bisschen ein Prinzip dahinter. Also allen Gegnern konnte man eigentlich gut ausweichen und es war aber trotzdem viel Chaos. Ich gebe 1,5 von 5 Gartenzäunen. Wenn ich deutsche Level sehe, Freunde, muss ich klicken. Die Größe Röhre. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was die größere Röhre zu bieten hat. Ich habe ja die ganz bittere Vermutung, dass das hier das komplette Gameplay ist. Und wenn dem so der Fall ist, was das ist, dann gibt es hier ein 1,5 von 5 Cocktailgläsern, weil hier viel platziert wurde. Das sieht interessant aus. Also rein vom Level-Thumbnail, finde ich, sieht das sehr, sehr interesting aus. Ich weiß natürlich nicht, was der Japaner uns hier an der Stelle vermitteln will. Das bleibt für immer ein Rätsel, zumindest für mich. Aber vielleicht gibt es ja hier was ganz Spannendes für uns zu tun. So, wir schauen mal. Wir kriegen instant hier einen Checkpoint. Wow, wow, wow. Okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, okay, okay, okay. Aber wir kommen hier hoch. Ist hier noch irgendwo ein versteckter Block? Nee, wir kommen einfach so hier hoch. Okay, den nehme ich. Entschuldigung! Mit, um die zu killen. So, will ich die Röhre? Ja, ich glaube, ich will sie. Und ich habe es mir gerade verbockt, ne? Ja, geil. So, dann gehen wir in die Röhre. Ich hoffe, da passiert jetzt ein bisschen mehr. Okay. Warte mal, bringt mich das ins Ziel? Er hat ein bisschen mehr Aufwand betrieben als der Kollege gerade eben. Deswegen gebe ich 1 von 5 Biergläsern. So, ich muss aber zugeben, ich hätte jetzt langsam mal Bock auf so ein 4 von 5 Punkte-Level oder so ein 5 von 5 Punkte-Level. Einfach mal so ein richtig schönes. Und da, okay, hier ist 50 Sekunden, Freunde. Vielleicht ein geiler Speedrun. Who knows? Okay, okay. Oh Gott, oh Gott. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, Freunde. Gib mir das Kaizo-Vibes. Ich habe das Gefühl, dass das ein Level ist, welches sich meinem Skill-Level entzieht, Freunde. Ich will wenigstens den Powerblock mal auf den Trump geworfen bekommen. Bruder.
Fuck you. Oder ich könnte da nach oben gehen. Warte mal. Das sieht irgendwie aus, als ob es da einen Exit gibt. Warte mal. Hier, was ist das? What the hell? Aber ich muss auf 54... Nee. Bruder. Ich glaube, das ist über meinem Level. Okay. Der Kollege hat meine Aufmerksamkeit, weil er schreibt so in seinen Level-Titel so A Natural Level. Und das klingt so durch das Fragezeichen, als ob da so ein cooler Twist kommt. Ich bin gespannt, ob es ein cooler Twist ist oder ob ich gerade erfolgreich geklickbaitet wurde. So, okay. Also wir starten natürlich ganz casual. Und ich habe hier oben was gefunden. Und zwar eine Tür. Und die bringt mich in einen Münzbonusraum. Das ist süß. Okay, einfach ein kleines Secret entdeckt. So, jetzt vielleicht ein wunderbares Item. Jawollo. So, und das sieht alles ganz, ganz casual aus. Gefällt mir. Da unten haben wir sogar eine Starcoin. So, aber bleibt alles so normal, Freunde. So, die Gegner werden größer. Okay. Okay, jetzt wird's eisig. Okay, aber ich glaube, das Level bleibt chaotisch, oder? Okay. Röhre. Okay. Wir haben einen Geister-Twist. Und ich bin zwischen Chain-Chomps und Kettensägen. Ah! Okay, das ist definitiv kein Natural Level. Okay, dann werde ich die Kettenhunde jetzt auf jeden Fall nicht befreien. Das können wir, glaube ich, festhalten, ne? So, okay, und immer da, wo diese gelben Markierungen sind, da kommen so Stacheln auf jeden Fall uns entgegen. So, jetzt müssen wir hier passend reinsliden oder wir bleiben einfach klein. Aber hey, immerhin kommen wir voran. Boah, was hat denn der Kollege jetzt hier für eine Hardcore-Level gebaut? Was wird denn das jetzt hier? So, und hier geht's für uns nicht... Oh, doch, hier geht's für uns weiter. Okay. So, ich hier runter. Ich sehe halt gar nichts, ne? Okay, P-Switch. Alles klar. Ich weiß nicht, wie schnell ich sein darf. Oh boy. Okay, aber ich habe wieder sicheren Boden unter den Füßen. Das ist schön. Und hier ist wieder eine Röhre. Okay, wir haben was geschafft. Den Kollegen werfe ich jetzt mal weg. Den brauchen wir nicht mehr. Und das ist das Ziel. Jawollo. Okay, aber das war ein cooles Level. Es ist genau dieser Twist so eingetreten, wie ich es mir dachte. So, dass es halt chillig anfängt und dann eskaliert es auf einmal. Ist es auch. Nee, hat mir gut gefallen. 4 von 5 Geist. Ist das ein P-Switch-Run? Nee. Sonst wären das Münzen im Thumbnail. Egal. Das Thumbnail sieht interessant aus. Ich will wissen, was es ist. Okay, das sieht weird aus, wenn ihr mich fragt. Aber wir schauen einfach mal, was passiert. Wir kommen hier gut oben rüber und wir gehen mal in den Blockgang, nennen wir ihn mal so. Ich bin extra unten reingegangen, weil ich glaube, da wird jetzt dann irgendwann die Wand hochgehen über uns. Genau. Und das ist so... So, wähle den richtigen Weg aus. Oder warte mal, so, da ist eine Kettensäge, die will ich nicht. Ich kann auch einfach unten bleiben, theoretisch. Und dann komme ich jetzt hier sogar wieder raus. Also ich glaube, da, wo ich jetzt lang laufe, geht es auch zum Ziel. Ich will trotzdem wissen, ob hier oben was ist. Nee, das scheint wahrscheinlich wie so eine Art Ausgang zu sein, oder? Oh, ich hätte den On-Off-Block aktivieren müssen. Naja, das kann man ja nicht, das kann man ja nicht wissen. So, okay, we go in, Freunde, we go in. Und jetzt, genau, hüpfen wir hier oben drüber, ganz chillig. Und dann muss ich jetzt, glaube ich, einfach nur noch geradeaus durch. Nice. Dieses Level heißt 7. Mal sehen, ob es auch 7 von 5 Punkten bekommen kann. Vermutlich nicht. Ach du. Oder? Also ich habe das Gefühl, ich krieg beim Spielen irgendwie Krankheiten. Okay. Okay. Mhm. Ja. So, dann versuche ich mich jetzt mal hier ein bisschen besser zu beeilen. Das Ding ist, man sieht halt legit nichts, ne? Also man checkt halt einfach nicht, wo es lang geht. So, aber wir hüpfen jetzt hier an der Stelle mal und sprinten. Und wir haben's. Kann nicht mal ein so ein richtig gutes heute kommen? Der Kollege hat eine 100 im Titel. Das könnte entweder sein 100 Sekunden oder sammle 100 Münzen oder... Ich weiß es nicht. Ich bin aber interessiert. Okay, es ist weder sammle 100 Münzen noch sammle... Oder noch ist es die 100er Zeitbegrenzung. Aber es sieht zumindest mal ganz solide aus, wenn ihr mich fragt. Es sieht nach einem sehr, sehr soliden Luftschiff-Level aus. Oh, wir kriegen einen Propellerpilz geschenkt? Da sage ich nicht nein. Oh, verdammte Axt. Ich finde, es sieht fast ein bisschen zu solide aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist einfach ein nettes Level. So, weder schlecht, noch besonders gut. Oh, noch besonders gut. Ja, 2,5 von 5 Luftschiffen. Können wir jetzt mal bitte irgendwas haben, was...
und so ein bisschen aus der Reserve lockt. Es ist alles so Standard bis Wack heute. Du hast deinen Sprung gemacht von Wack zu Standard. Oh boy, Unomas. Warte mal, waren Unomas Level nicht die, die so total crazy Glitches und sowas haben? Irgendwas war doch das. Unomas ist das so ein ganz bekannter Level-Titel. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe das Gefühl, ich sollte da irgendwas Cooles tun. 0 von 5, mir egal. Okay, der Kollege hat immerhin so ein eigenes Thumbnail gemacht. Da steht irgendwie NF. Ich weiß nicht, wofür das steht, aber das wirkt irgendwie alles recht professionell. Komm schon, Digga, komm schon. 69 Stachis. Bruh. Ich bin dabei. Und wir kriegen einen Helm und noch einen Helm. Okay. Und, ich habe da jetzt einfach mal so durchgeschleudert. Und dann gehen wir jetzt mal durch die Röhre. Und wir haben auch eine Zeitbegrenzung, sehe ich gerade. Okay, wir haben eine Zeitbegrenzung. So, und die grüne Röhre bringt mich hierhin. Cool. Ist hier vielleicht ein geheimer Block oder so? Kann ich hier irgendwas freischalten? Es wirkt irgendwie nicht so. Oder warte mal, muss ich vielleicht den großen Stachi da oben killen? Dass der mir vielleicht den Schlüssel droppt? Passt mal auf, jetzt probieren wir das mal. Ja! Okay. Wir kriegen den Schlüssel. Und jetzt können wir hier zumindest mal einige Stachis töten. Aber das Ganze geht auf Zeit. Aber jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ich werfe jetzt einfach mal so. Genau, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten das jetzt alles geschafft. Dann gehe ich jetzt hier durch die Tür. Und hier muss ich jetzt einen Shell Jump machen. You serious? Oh. Wirklich? Muss das? Oder brauche ich einen Shell Jump? Ich glaube schon. Ah, nee, warte mal. Ich kann auch, glaube ich, einfach... Warte mal, ich kann, glaube ich, auch einfach auf den drauf hüpfen. Moment mal. Nee, kann ich nicht, oder? Ah, doch, ich kann den hier machen. Aber da kriege ich die ja nicht getötet. Oder ich nehme den Kollegen hier mit. Und dann... Okay, aber warte mal, wie viele sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Das sind 23. Okay, ich habe das Gefühl, man muss hier wirklich jeden Einzelnen erwischen, oder? Eine Ewigkeit später. Nee, dann fehlen mir immer noch 8 Stück. Und ich habe jetzt schon recht viele gekillt. Nee. Also... Was sind das für Level? Ein Star-Run. Okay, bitte sei ein bisschen herausfordernd. Aber allein, wenn ich mir das Thumbnail angucke, weiß ich nicht so. Ist heute wirklich einer dieser Tage, wo es einfach nur kracht in den 0% Level? Wir hatten, ich glaube, der letzte Part, wenn ich mich recht erinnere, war, glaube ich, wirklich, der war ganz strong. Der letzte war, glaube ich, wirklich ganz strong. So, und wir kriegen jetzt hier direkt die erste Red Coin und dann droppen wir hier oben raus. Okay, und dann gibt es hier quasi 4 Passagen, wo wir jeweils, Red Coins sammeln müssen. Okay, ist aber sehr forgiving. Also es sind sehr kurze Sprintpassagen. Aber ich meine, immerhin, so das Level folgt einer Struktur. Ne? Und es ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass hier was passiert und dass man hier was tun kann. Das ist sehr schön. Und dann gehen wir wieder hier rein. Also ich muss sagen, von denen, die wir heute gespielt haben, eines der besseren, würde ich behaupten. Okay, so. Und jetzt, aber es ist auch sehr einfach. Muss man jetzt auch mal fairerweise zugeben, das ist wirklich ein sehr einfaches Level. Wir gehen durch die Tür und ich sag schon das Ziel. Aber es war so 2,5 von 5 Sterne. Komm schon, irgendwas Schönes. Oh, das ist auch irgendein Speedrun-Level. Zumindest wirkt es so. Ich weiß nicht, ob es ein P-Switch-Level ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, wir sprinten hier drüber. Jetzt vielleicht weg. Ah, nee, okay, der ist da stuck. Okay, dann düsen wir hier hoch und da unten ist eine Röhre, die wir jetzt einfach mal ausprobieren. Also, das Level, finde ich, wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so bad. Kettenhund, aha, Feuerblume und wahrscheinlich noch ein Kettenhund, ne? Ja, okay, alles klar. Nee, kann ich arbeiten mit. So, her mit der Feuerblume und dann bin ich auch schon wieder weg. Okay, ich glaube, ich lasse mich jetzt hier einfach mal treffen. So, einfach, oh nein, das war dumm. Das war ultra dumm. Oh mein Gott! Mit einem getimten P-Switch-Jump bin ich hier noch reingekommen. Wow. Okay. Aber ich habe das Gefühl, du wirst hier dafür bestraft, wenn du groß bist. Ich habe das Gefühl, das musst du erst kleiner machen. Und ich kann theoretisch auch hier hoch. Warte mal, was ist hier? Hier ist noch mal ein anderer P-Switch-Run.
Aber ich glaube, da wäre jetzt wiederum die Feuerblume geil. Okay, ich nehme die Feuerblume mit und gehe dann da hoch. So, Feuerblume ist eingepackt. Jetzt kann ich das hier wirklich ganz entspannt hier so machen. Ich versuche auch die Feuerblume zu behalten. Okay, so viel dazu. So, und dann düsen wir jetzt hier durch. Boah, nee, ich muss die Feuerblume hier behalten. Das muss alles per Feuerblume gemacht werden. So, der wirft jetzt da oben seine Hämmer. Da muss ich sehr aufpassen. Aber ich glaube, wenn ich hier stehe, dann stehe ich so ein bisschen, zumindest in einem toten Winkel, wo er mich, glaube ich, scheiße, aktuell nicht erwischen kann. So, da habe ich jetzt einen ganz dummen, ungewollten Wandsprung gemacht. So, wir bleiben jetzt mal entspannt. Ich lasse mich jetzt hier, glaube ich, einfach treffen. Ja. Och, Mann! Okay, Freunde, ich habe immer noch meine Feuerblume. Oh, Kacke. Ducken vielleicht hier an der Stelle? Ja. So, Beeilung. Und dann bin ich eigentlich ganz gut am Start, muss ich zugeben. So, ich lasse mich jetzt hier nicht von dem Flammenwerfer treffen. Wir sind durchgekommen. Gute Sache. Wir bleiben außen. Oh nein, da muss ich einen Wirbelsprung drauf machen, oder? Oder den hier. Aber jetzt muss ich mich, glaube ich, nochmal treffen lassen, oder? Ja. Okay, dann komme ich jetzt hier durch. Jawollo! Und wir haben's! Let's go! 4 von 5 Prinzenrollen. Boah, die Level sehen hier alles so weird aus. Aber was ist der super Fragezeichen-Block? Wer ist das? Was tut er? Was will er? Okay, wir haben sehr viele Fragezeichen-Blöcke, Freunde. So, okay. Aha, da drüben ist das Ziel. Entweder gibt es hier ein Gleithörnchen oder einen Propellerpilz, I guess. Das wirkt so ein bisschen wie so eine Glücksshow. Der hier kam als letztes. Da ist er aber, Freunde. Aber habt ihr das gesehen? Aus diesem Fragezeichenblock hier. Warte mal. Da kommt ganz viel raus. Das sind ganz viele übereinander. Jo, das sind nämlich so 10 oder 20 gesteckte Fragezeichen. Aber aus welchem Grund, Freunde, kam jetzt hier kein... Lol, guck mal, da kann mehr auf einmal rauskommen. Ich hatte gerade nur die Hälfte aktiviert. Naja, interessantes Levelprinzip. Ich habe tatsächlich noch nie so gesteckte Fragezeichenblöcke gesehen. Das ist eine neue Mechanik. Sehr interessant. Das Level war jetzt nicht special, aber es war halt dazu da, um diese neue Mechanik zu präsentieren. Und das hat mir gefallen. Deswegen würde ich auch hier 4 von 5 Fragezeichenblöcke geben. Okay. Kommt da ein Item raus vor mir? Nee. Wir reden nicht drüber. Wir reden einfach nicht drüber. Okay, dann hüpfe ich mal hier drauf und dann düsen wir mal hier hin. Aha, eine Röhre. Nice, Ron. So, da ist Flughörnchen, Mario. Den brauchen wir. Oh nein, jetzt habe ich ihn verloren. Das ist nicht so gut. Da ist wieder Flughörnchen, Mario. Nein, okay. Hier fallen mehrere von denen runter. Kann ich nochmal ein Flughörnchen, Mario, haben? Geht das irgendwie? Und kann ich überhaupt in diese... Röhre kommen. Das ist das zweite Mal, dass wir einfach in den Abgrund fallen. So, zack, zack. So, das Flughörnchen Mario und ich glaube, jetzt düsen wir einfach mal los. Ja, das war... Wann kommt heute der Moment, wann einfach mal ein gutes Level gemacht wird? Die Sterne stehen in einer Konstellation, in der alle hochgeladenen Level einfach mies gemacht werden. Aber irgendwie, ich hatte, wir probieren noch 2 Level heute. So, hier der deutsche Oliver plus mit Bossfight Mittel und danach noch eins. Wir machen noch 2 Level heute. Egal, welche Qualität sie haben. 2 Münzen brauche ich. In Ordnung. So. Geil. Ich muss einen Hammer-Bro besiegen. Sehr gut, wenn man schnell genug ist, schafft man das. So. Er steht in meinem Gesicht. So, Hüpfner. Zack, wir nehmen die Coin mit. So, den versuche ich so schnell wie möglich abzufangen, sobald wieder aus seinem Panzer rauskommt. Mann! So, und einfach oben drauf. Very nice, friends. Wir kriegen die nächste Tür. Und hier wartet er auf mich. So, wir bleiben jetzt mal hier oben, weil ich da safe bin. Warte mal, ich habe den Schlüssel. Ich muss den gar nicht töten. Ich muss den gar nicht töten. Das Level war natürlich absolut mittelmäßig. Und jetzt spielen wir noch ein Level. Und wenn das auch nicht gut ist, dann akzeptieren wir es heute einfach als Tag der weirden Dinge. Was ist das für ein Level? Das sieht doch mal crazy aus. Okay, wir kriegen hier einen Block. Und ich werde... okay, ja, ja. Ich verstehe. Ich bleibe einfach mal hier stehen und gucke, was passiert. Okay. Stehen bleiben und gucken, was passiert ist. Ja, was ist das? Was ist das? Freunde, was ist das? Wenn ich hier hingehe... Aber ich kann hier auch nichts machen, ne? Ich muss halt irgendwie an den... Ach. Das gilt nicht. Wir spielen noch ein Level. Der Titel ist Trash, aber das Thumbnail ist cool. Ist das Musiklevel?
Das war ein Musiklevel, was einfach absolut wie Kacke klang. Das waren die 0% Level für heute. Wenn ihr etwas Besseres sehen wollt, dann ist hier oben mein erster Eindruck zu Five Nights at Freddy's 2. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben gespielt und mich eingekackt. Oder wenn ihr den epischen Bossfight in Mario Odyssey sehen wollt, dann verlinke ich euch den hier unten. Wählt eines der beiden Sachen aus. Da ist mehr Qualität als im heutigen Part. Ich entschuldige mich, aber ich habe da wenig Einfluss drauf. Nächstes Mal wird's besser. Danke fürs Zuschauen.